Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber es wird immer mehr gegendert. Was halten Sie von diesem Gendern? Gendern, ich kenne das Wort eigentlich gar nicht. Was könnten Sie sich dann darunter vorstellen? Ich denke mal, das ist Shoppen oder was? In der Schule sprach man immer vom Lehrerzimmer. Ab sofort heißt es jetzt Lehrerinnenzimmer, weil es waren bisher immer nur die Männer angesprochen. Also ich finde das schon gut, weil es halt dann auch weil dann hat auch die Frauen jetzt mit reingezogen werden und ich finde es halt gut, ja. Ist auch höflicher. Ja. Und ich meine, es ist Gleichberechtigung. Es heißt dann in Zukunft auch Salzstreuerin. Was halten Sie davon? Ja, so beim Frühstücken, ja. Wir haben ja auch eine moderne Welt, also gehört das auch dazu. In der Kneipe gibt es den Zapfhahn. Mhm. Aus dem soll jetzt das Zapfhuhn werden. Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Der Zapfhahn war halt jahrelang immer männlich und jetzt soll er mal weiblich werden. Es entwickelt sich ja alles und sonst gehört das halt mit dazu. Genau. Im 21. Jahrhundert und dann passiert das halt. Was auch geändert werden soll, ist der Begriff Bürgersteig. Mhm. Der soll jetzt in Bürgerinnensteig umbenannt werden. Na, das ist ein bisschen blöd. Also ich stehe jetzt nicht drauf, ne? Wir stehen gerade auf dem Bürgersteig. Ja, aber ich meine jetzt, dass ich das so umbenenne. Ach so, okay. Umbenenne, ja. Ja, ja. Es gab mal den Fußballer Jürgen Klinsmann. Aus dem soll jetzt Klinsfrau werden. Ja. Ist das auch modern oder ist das eher dann? Ja, klar, es ist modern, aber wenn es so Kleinigkeiten sind, dann muss das halt nicht geändert werden. Aber so im Großen und Ganzen, wenn da drauf geachtet wird, dann finde ich das schon gut. Und aus der Stadt Herborn dann die Stadt Frauborn, wäre das gut, um mal ein Zeichen zu setzen? Ich glaube, das wäre ein gutes Zeichen, so für die generelle Bevölkerung. Ja. Ja. Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.